Unsere KundInnen haben im Kern klare Ansprüche. Oftmals geht es um Erreichen von privaten und gesellschaftlichen Zielen, aber auch um individuelle Lebensplanungen oder auch die Weitergabe an die nachfolgende Generation. Ebenso sind neue, aber auch alte Assetklassen ein Thema. Man denke nur an Themen wie Kryptowährungen einerseits oder Festgeldanlagen andererseits. Wir machen allerdings eine grundsätzliche Beobachtung. Das Finanzmarktumfeld wird immer komplexer und damit steigt auch der Bedarf an Beratung. Gerade weil es HAL schon seit 1796 gibt, beweist dies doch, dass die Bank immer wieder Antworten auf die Frage der jeweiligen Moderne geben konnte. Ich selber will und muss auf alles, was da kommt, reagieren. Ob das Kryptowährungen sind oder was auch immer sich an neuen Tools, Modellen, Moden auftut. Allein schon der Begriff des Private in unserem Geschäft wird von so vielen inflationär benutzt, dass die Gefahr besteht, dass wir in diesem Wortnebel untergehen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Next Gen heißt das im Fachjargon, also die nachkommende Generation von vermögenden Menschen. Diese leben in anderen Welten, wissen anderes, meinen dies, wo auch immer herkommende Wissen sei besser, unabhängiger, aus dem eigenen Bewusstsein entstanden. Der Berater, die Beraterin hat nicht mehr automatisch das Standing, das es bei den Eltern hatte. Hier Vertrauen aufzubauen, hier Kompetenz nicht mit Arroganz zu verwechseln, deren Begriff und Mindset zu kennen, das ist die größte Herausforderung. Die Werte des eigenen Hauses kennen, sie verinnerlichen, sie zu leben, nach außen wie aber auch nach innen. Und Wert meint hier nicht Geldwert. Relevant bleibt, wer um sich und seine KundInnen weiß. Dann ist eine Bank glaubwürdig. Mehr Kredit kann es nicht geben.